Zack. Ha. Zack, und da springt er ja noch raus. Der kleine Hecht. Ja, geil, Alten. Und wieder raus mit dem Köder. Perfekt. Einer der wohl wichtigsten Köder in letzter Zeit an der alten Festung für Hecht ist, zack, jener welcher hier, der einfach immer wieder gut funktioniert an verschiedensten Stellen. Allerdings auch in verschiedenen Größen. Und ich teste jetzt einfach gerade mal so ein bisschen den F11er Funky Minnow gegen den F15er. Einfach mal gucken, was so größentechnisch reinballert. Zack, und der nächste. Frequenzmäßig fängt es ja schon mal gut an. Gar nicht so schlecht. Hier an der Stelle immer ein bisschen aufpassen. Ihr seht ja hier links und rechts überall die abgestorbenen Bäume. Genau eine perfekte Area für Raubfische, dass sie sich da schön rumschlawenzeln. Heißt also auch, der Hecht ist immer wieder gerne dabei. Ja, und in der Area bin ich jetzt gespannt, wie wir und was für Brocken wir hier rausziehen können. Schön, zack, der nächste. Einfach, und ihr seht ja, wie leicht das gerade ist von der Führungsmethode. Auswerfen. Einholgeschwindigkeit habe ich auf 30. Ja, und ich mache so mit Shift einfach immer nur so kleine, also Shift halte ich auch noch gedrückt. Und dann einfach immer nur so diese kleinen Bewegungen, ja. Zack. Und zack. Und zack. Komplett übertriebenes Setup übrigens, ne? Also wenn ihr hier mit einem, na, ich sag mal, das Belaya-Setup wäre vielleicht ein bisschen zu fein. Das hält das nicht lange durch. Also Belaya-Setup mit Hecht kann man mal machen. Passendes Vorfach natürlich drauf kloppen, dass man da nicht durchgebissen wird. Aber ideal ist das nicht, weil dann einfach der Verschleiß zu hoch ist auf dem gesamten Setup. Das macht euch richtig madig damit. Also dafür ist der Hecht einfach zu heftig. Aber wenn man dann, ja, ich hatte das ja in dem letzten Tutorial auch nochmal gezeigt. Da gibt es also verschiedene Setups, die man sich kaufen kann. Ich verlinke das auch nochmal. Also so ein bisschen mehr Tragkraft sollte man schon haben für den Hecht. Und dann lübt das auch. Alles, was da drüber ist, also über, ich sag mal so über 15 Kilo, um die 20 Kilo, da macht das dann schon ungefähr Sinn. Da kann man auch mal schön auf Hecht gehen. Zack. Okay, das sind jetzt hier die ersten paar gewesen. Oha, es wird immer lütter. Und jetzt testen wir einfach mal Blast Funky Minnow F11. Immer wieder drin, auch in den Rekorden, immer wieder drin, auch fürs Angeln eben auf Hecht an der alten Festung. Funktioniert an den verschiedensten Spots. Also dieser Köder sozusagen ein Must-Have. Ich habe hier zwei Nuller Haken drauf. Da kann man ja vielleicht sogar auch noch ein bisschen größer dran gehen. Dem Hecht ist das, glaube ich, relativ wurscht. Und jetzt suchen wir mal F15. Und da ist der F15 Funky Minnow. Drei Nuller Haken, original Standard sogar noch. Aber die sollten das aushalten. Also man braucht nicht, oh, man sieht deutlich größer schon direkt. Man braucht da nicht irgendwelche Puschelhaken drauf zu machen oder sowas in der Art. Den mache ich mal so ein bisschen schneller, weil der ein bisschen träger ist. Also auf 40er Einholgeschwindigkeit hier. Und auch da einfach nur die kleinen Bewegungen. Ihr seht, man kommt wieder ins Twitchen rein. Auch so ein bisschen Zeit lassen. F heißt floating, schwimmend. Das heißt, die Köder treiben halt wieder auf. Und genau das wollen wir. Wir ziehen den jetzt runter. Zack, ihr seht, die Schnur lässt nach. Der geht wieder nach oben. Und wir ziehen ihn wieder nach unten. Das ist genau das, was wir hier machen. Ja, und es kann halt dann immer passieren, dass wir ab einem gewissen Punkt einfach Grundberührung haben. Und sobald wir dann im zu flachen Bereich sind, wir haben Grundberührung, dann müssen wir halt gucken, dass wir noch mal ein bisschen weiter. Dann ist halt vorbei sozusagen. Ne? Dann ziehen wir ihn einfach wieder rein. Dann reicht es auch. Aber bis dahin können wir es einfach ganz gut testen. Die Schnur geht wieder hoch, zack. Und wir ziehen ihn wieder runter und zack. Und dann zieht man den quasi so einfach hier immer durch mit diesen kleinen Twitch- oder Jig-Bewegungen.
und zack und zack und zack. Ja, die große Frage, lohnt es sich, immer noch nicht gebissen, lohnt es sich eher, wie gesagt, den großen 15er oder nicht? Hatte ich letztens im Stream getestet. Der Devilus sagte, Alden, teste mal den F15, deutlich größere Brocken. Und es ging auch ratzfatz los mit den größeren Brocken. Damit konnte ich dann sehr schnell den Fange 2, 3 Kilo Hechte Kaffeeauftrag absolvieren. Das ist ja immer ein richtig guter Auftrag, gerade wenn er so im Bereich oder wenn noch nicht viele diesen Auftrag gemacht haben, wenn noch nicht viele auf Hecht geangelt haben und der Auftrag hat so einen Wert von ungefähr, ja, oder sagen wir mal einfach über 100 Silber, dann kann man doch mal eben schön 2 Hechte mit, ja, 3 Kilo fangen. Das war zuletzt hier oben in der Ecke. Ich stehe jetzt gerade hier unten am Fuß. Wenn man es noch nicht erkannt hat, das ist genau die Ecke hier für oder eine richtig gute Hecht-Area hier unten. Aber im Moment noch keine guten. Doch, da ballert mal einer rein. Und dann ist es auch ein größerer. Jawohl. 2,3. So, direkt nochmal ausgeworfen. Und ich versuche jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen durchzuleiern. Also ein bisschen länger und dann die Pause zu machen. Bisschen andere Führung und da bin ich kurz hängen geblieben. Also das heißt, wenn man länger zieht, kommt man schneller natürlich, er zieht sich runter und kommt natürlich runter bis auf den Grund. Das wollen wir natürlich vermeiden. Zack, und doch wieder der nächste. Also, auch der funktioniert, aber bisher noch nicht wirklich einen riesen Unterschied von den Größen. Heißt erstmal weiter testen und gucken, was man noch rausziehen kann. Ich bin jetzt mal runtergegangen auf eine 25er Tempo. Ihr seht es jetzt an der Schnur. Richtig geil. Zack. Und zack. Da hinten sieht man es richtig gut. Zack. Und er geht wieder runter und er kommt wieder rauf. Genau so. Genau das wollen wir. Richtig schön rein twitchen. Man sieht es mit der Schnur auch natürlich gerade richtig gut. Perfekt. Genau das ist genau das, was die Hechte halt richtig triggert, ne? Zack, ein runtersausender Köder oder auftreibend, der hat irgendwie eine Macke, treibt wieder auf und dann ballert es auf einmal rein. Ich warte schon. Ich warte schon auf den dicken Brocken. Zack, und da ballert er rein. Ja, und hat sogar noch ein bisschen mehr Schmackes. Hat er sich nicht nehmen lassen. Bäm, 4,5er Hecht. Ha! Schön. Sehr schön. Heißt, ich werfe direkt wieder in die gleiche Ecke. Das ist doch mal nicht so schlecht. Direkt nochmal so machen. Passt richtig gut. Und ihr seht, das schwingt richtig schön. Genau so. Sehr angenehm. Das heißt, da hat man auch richtig schön dann das Tempo. Man sieht einfach, wie die hochgehen. Und das ist halt das Angenehme. Gar nicht so weit auswerfen hier beim Hechtangeln. Sondern einfach schön immer gucken, wie verhält sich der Köder. Wann ist er wieder oben? Flup. Flup. Und da springt der Hecht schon raus. Ist das der Hammer? Beim Hochspringen des Köders kommt der Hecht von unten rausgeschossen und ballert sich den Köder weg. Sehr, sehr, sehr geil. Das jetzt hier übrigens die ganze Zeit gerade mit den 15er. Also Funky Minnow F15. Perfekt. Genau sowas wollen wir haben. Dass dann der Hecht da natürlich richtig drauf abfährt, richtig geil hinterher geiert. Ja, und dann können hier, gerade auch hier an der Ecke, auch durchaus die Trophies gefangen werden. Das Schöne und der Vorteil natürlich, genau wie das Karpfenangeln, das kann man natürlich hier auch ganz gut machen. Und der Vorteil hier von dieser Area ist, die Fische kommen nicht so leicht raus. Das heißt, wenn wir hier dann im Drill sind und der Fisch versucht hier nach rechts abzuhauen, dann versuchen wir natürlich vorzulaufen und ihn zurückzujagen, dass er dann umdreht und nicht unter der Brücke da hinten durchschwimmt, weil dann haben wir verloren, dann haut er ab. Aber wenn wir ihn hier drinnen lassen, in diesem Fuß, in dieser kleinen Area, dann hat er verloren, dann können wir ihn müde drillen über die Zeit, immer schön Spannung halten und dann kriegen wir ihn auch locker reingezogen. So, schön weiter durchziehen. Ich teste gleich mal, also gar nicht ganz so weit auszuwerfen.
Denn die meisten Einschläge kamen tatsächlich hier relativ nah in dem Bereich, wo hier wirklich die toten Bäume rumstehen. Heißt also, da werde ich dann schön einfach nur noch halb so weit auswerfen. Das heißt, weniger ja, nutzlos reinballern. Wobei gerade, der hat ja da hinten auch gebissen. Ja, testen. Auch da wieder rumprobieren. Reicht es, wenn ich hier vorne durchjigge? Oder zack, guck's dir an. Auf den letzten Meter noch, ey. Auf dem letzten Meter noch. Bisher alles mit dem F15. Also F15 auch richtig gut. Guck mal, das ist jetzt nur eine ganz kleine Bewegung hier. Nur mit der. Ich tippe quasi nur an. Einholgeschwindigkeit 25. Und es ist nur so ein ganz kurzes Untertauchen. Man könnte das auch mit der rechten Maustaste natürlich machen, ne? Zack. Zack. Also ein bisschen Schnur machen und dann rechte Maustaste. Das ist natürlich jetzt. Oh doch, geht doch. Ist der Hammer, Alter. Geht doch noch einer rein mit 3,3 Kilo, Alter. Und jetzt bei so einem kleinen Rumgezuppel. Also das ist doch der Hammer. Das ist doch der Hammer. Bisschen mit der Maus. Also linke Maustaste. Zack, rechte Maustaste. Links. Und da ist der nächste. Alter, ich werd wild. 5,5 Kilo. Ich werd ja wild. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Linke Maustaste, rechte Maustaste. Links kurz, rechts kurz. Links kurz, rechts kurz. Ist ja der Hammer, Alter. Ist ja der Hammer. Manche Köder sind einfach zu sexy für die Fische. Und da muss man das testen. Ist ja krass. Okay, das war's, glaube ich. Da habe ich jetzt schon zu weit eingeholt. Ja. Aber das ist natürlich richtig wild. Wir haben es natürlich auch jetzt gerade von der Uhrzeit her perfekt. Das heißt also Abendstunden, Morgenstunden, immer wieder das Gleiche bei den Hechten, an allen Gewässern, gerade Dämmerung, also wie gesagt in den Morgenstunden und in den Abendstunden lübt das richtig gut. So spätestens 16, 17 Uhr sollte man am Wasser sein und dann bis es dunkel wird und genau das Gleiche dann morgens so gegen 5 Uhr kann man vielleicht schon mal anfangen und dann so bis 11, 12 Uhr, dann wird es aber auch schon weniger. Und dann hat man, wie gesagt, ein bisschen Pause. Es können immer wieder welche noch reinballern, ganz klar. Aber tendenziell nimmt es dann natürlich ab von der Frequenz, von der Zeit her, dann halt wieder erst ab 16 Uhr. Ja, nicht schlecht. Ich bin echt angetan. Ich werfe nochmal verschiedene Ecken jetzt ab. Das ist doch schon mal alles ganz gut. Hat gut funktioniert bisher. Ich hatte vorher noch ein paar andere Sachen getestet. Aber bisher hier oben die paar Hechte schmecken doch ganz gut. Gar nicht verkehrt. Natürlich hier die paar kleineren auch auf den kleineren F11. Und dann bis hier 5,5 Kilo bisher auf den großen F15. Werde ich auf jeden Fall gleich nochmal weiter testen. Und jetzt auf jeden Fall nochmal die Zeit nutzen. Die Abendstunden ausnutzen für die dicken, fetten Brocken. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.